Meine Damen und Herren, liebe Popfans, vielen von Ihnen ist die ARD-Hitparade Formel 1 sicher noch aus den dritten Programmen bekannt. Ab heute läuft diese schnelle und aktuelle Videoclip-Show 40 Mal im Jahr, jeweils samstags um 15 Uhr im Ersten. Aber nicht nur der Sendeplatz ist neu, Formel 1 hat auch einen neuen Moderator. Kai Böcking präsentiert die neuesten Videos und wird Sie über die Hitparaden von Deutschland, England und Amerika informieren. Daneben gibt's, auch das ist neu, interessante Geschichten rund ums Showgeschäft, heiße Kinotipps und die neuesten Nachrichten aus dem Leben der Stars von gestern, heute und vielleicht von morgen. Aber nach wie vor bleibt die Musik Thema 1 in Formel 1 und das ab sofort in Stereo. Hier noch ein Hinweis, im Anschluss an diese erste Formel 1 gibt es eine Formel 1 Sondersendung zum Thema AIDS. Sie wird moderiert von Stefanie Tücking und Kai Böcking. Gast im Studio ist die Bundesgesundheitsministerin Frau Rita Süssmuth. Aber nun startfrei für Formel 1. Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr vielleicht wisst, die Formel 1 hat einen neuen Moderator. Einer hat Schwein gehabt, in dem Fall war es ich. Auf Tücking folgt nun Böcking. Was es sonst noch Neues gibt in der Formel 1, dazu später. Jetzt erstmal das erste Video. Hier sind Shaq Attack mit Mr. Manic and Sister Cool. Ein saustarkes Video. Ja, hallo, hier bin ich nochmal. Formel 1, die erste Folge der ARD-Hitparade im neuen Jahr ist vorüber. War aber schön. Hast du gut gemacht, wirklich. Du? Ich danke dir. Dankeschön. So, wir sind aber schon in einer ganz anderen Sendung. Das Formel 1-Team hat sich außer der Reihe mit einem Thema befasst, das vor allem auch die Jugendlichen angeht. Es geht um AIDS. Wir haben unsere Kameras eingepackt und sind direkt vor Ort gezogen und haben dort Jugendliche, junge Leute befragt, was sie über AIDS wissen und vor allen Dingen, wie sie mit dem Problem umgehen. Es gibt natürlich auch Experten in unserer Sendung, die geben Ratschläge, stellen richtig und beantworten Fragen. Musik gibt es natürlich auch und die kann schon ein bisschen was mit dem Thema zu tun haben. Beispielsweise im letzten Jahr wurde das George Michael Video I Want Your Sex in Großbritannien von sämtlichen Fernseh- und Rundfunkanstalten nur unter Vorbehalt gesendet, weil man George vorwarf, er würde zum freien Sex aufrufen, er würde die freie Liebe propagieren. Ganz das Gegenteil ist der Fall, sagt George. Und außerdem malt er seiner Freundin Cathy Young ja auch die Worte Explore Monogamy auf den Körper, was so viel heißt wie erforsche die Monogamie, Sex nur mit einem festen Partner, Treue ist wieder angesagt.